Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Mr. Thermoman. Es ist Spargelzeit in Deutschland, also eigentlich die schönste Zeit. Das königliche Gemüse hat Einzug hier in ganz Deutschland gemacht. Und ja, Spargelcremesuppe für viele ein Grauen, weil es klumpen tut jedes Mal und lauter solche Sachen. Mit dem Thermomix super einfach zuzubereiten. Ja, ich habe jetzt hier eine Spargelsuppenvariante mit Weißwein und mit Orangensaft. Habe ich selber auch noch nicht ausprobiert. Also ich habe sie immer ganz klassisch gemacht. Mehlspitze mit Milch und mit Sahne gebunden und dann eben halt mit Spargelwasser aufgefüllt. Hier haben wir jetzt mal was mit Weißwein und Orangensaft. Wir schauen einfach mal, wie es gelingt und ob es schmecken tut. Von der Zeit her, das Ganze dauert um die 25 Minuten, wobei wir eben halt 20 Minuten Garzeit haben, wo wir eigentlich gar nichts machen müssen. Thermomix habe ich schon mal mit Wasser befüllt. Ich habe jetzt 1 Liter Wasser hier im Thermomix schon drin. Spargel habe ich ganz normal, wie immer, eben halt geschält und dann in Stückchen geschnitten. Ich habe da jetzt so 2 cm große Stücke vom Spargel gemacht. Also den habe ich hier vorbereitet, könnt ihr auch mal schauen, in dem Gareinsatz. Das ist jetzt gut 1 Kilo Spargel, das habe ich jetzt vorbereitet und geben wir jetzt dann auch gleich in Thermomix rein. Wir brauchen allerdings, genau wie auch wenn wir es auf dem Herd machen, brauchen wir jetzt ein bisschen Butter und Zucker und Salz im Thermomix drin. Und zwar, also wie gesagt, wir schalten Thermomix mal ein, 1 Liter Wasser habe ich schon drin. So, dann geben wir die Waage, machen wir einmal an. Dass die Waage an ist, sieht man immer wunderbar, weil das Wagenzeichen auch im Display leuchtet. Also für alle, die das erste Mal zuschauen oder den Thermomix gar nicht kennen. Also wenn man hier auf das Wagensymbol draufdrücken tut, hat man eben halt dann auch die Waage im Display drin. So, das erste, was wir hier drauf haben, wir haben insgesamt 55 Gramm Butter. Wir brauchen aber jetzt erstmal nur 5 Gramm. Die gebe ich jetzt auch rein, diese 5 Gramm. Das ist jetzt so eine Tüftelarbeit, weil der Thermomix ja 5 Grammweise anfängt zu wiegen. So, da haben wir die 5 Gramm. Dann als nächstes haben wir hier Zucker. Zucker, Zucker, Zucker habe ich hier. Jetzt hoffe ich, dass das Zucker ist. Wenn es Salz ist, wäre es schlecht. Ne? Ne, Salz haben wir anders da. Zucker haben wir einen halben Teelöffel. So. Diesen halben Teelöffel. So, dann war es das Ganze schon. Es wird jetzt der Spargel eingehangen, also mit dem ganzen Körbchen. In dem Körbchen könnt ihr allerdings auch jetzt zum Beispiel Reis oder Nudeln, Kartoffeln, lauter solche Sachen könnt ihr da drin garen. Kommt einfach so rein. Dann verschließen wir den Thermomix. Also wirklich auch so schön, dass man den Klick hört, wie ihr es eben gerade hört, dann ist die Kindersicherung drin. Das heißt, die Messer können dann arbeiten, klickt es nicht, geht kein Messer um nichts an, also keine Angst, schneidet sich keine die Finger irgendwie ab. Dann Deckelchen drauf und dann haben wir jetzt hier 20 Minuten 100 Grad Stufe 1. Also wenn ihr auf Minus einmal geht, habt ihr gleich 1 Minute im Display drin. Wenn ihr dann auf das Plus geht, könnt ihr eben halt einfach halbe minutenweise hoch halten. Wenn ihr jetzt das Ganze gedrückt haltet, wie ich das jetzt mache, zählt es gleich komplett hoch, ohne dass ihr immer wieder absetzen müsst. Also einfach mal festhalten und dann seht ihr, dann geht das wunderbar hier hoch. Jetzt sind wir bei 27, aber genauso schön geht es auch wieder runter, wenn man es hält. Jetzt haben wir diese 20 Minuten. Das nächste ist dann 100 Grad. Hier ist die Gradskala und da geht ihr einfach auf die 100. Wenn nach und nach alle Lämpchen anfangen zu leuchten, hat der Thermomix die 100 Grad erreicht. Nicht wundern, dass die ersten paar Minuten meistens nicht die 100 Grad sind. Also das dauert, bis das hochregelt. Ist aber von Thermomix schon so berechnet, dass es also wirklich dann auch gar ist. Und dann die Stufe 1, die Stufen von dem Mixmesser habt ihr hier. Also da ist einmal hier unten das geschlossene Deckel. Dann ist die Schonrührstufe, das ist dieser Löffel mit dem leichten Dreh. Und dann von 1 bis 10 und wir nehmen jetzt die Stufe 1 und dann sehen wir uns in 20 Minuten wieder, wenn wir den garen Spargel haben und dann noch die Suppe fertig machen. Bis gleich dann.